Da es im Deutschen sehr viele Worte gibt, die aus dem Lateinischen kommen und diese eine sehr ähnliche Schreibung aufweisen wie die entsprechenden italienischen Ausdrücke, ist die Versuchung groß, auch die deutsche Lautung im italienischen Wort zu verwenden. Anhand einer kurzen Liste von Worten soll illustriert werden, wie stark die Lautung aber tatsächlich abweicht. Musik, Stoff, Bank, Krawatte, Organisation. Es werden durchaus gebräuchliche Worte im Deutschen. Musik, Stoff, Bank, Krawatte, Organisation. Im Italienischen heißt es Musica, Stoffa, Banca, Krawatta, Organizzazione. Musica, Stoffa, Banca, Krawatta, Organizzazione. Und nicht Musica, Stoffa, Banca, Krawatta, Organizzazione. Musica, Stoffa, Banca, Krawatta, Organizzazione. Wir haben Foto, Fotograf, pikant, elegant, interessant. Im Italienischen haben wir immer ein Foto, Fotografo, piccante, elegante, interessante. Foto, fotografo, piccante, elegante, interessante. Und nicht Foto, fotografo, piccante, elegante, interessante. Sondern Foto, fotografo, piccante, elegante, interessante. Wir kennen Monika, Andrea und Stefanie, auch Edith und Stefan. Im Italienischen heißen sie Monika, Stefania, Edith, Stefano und Andrea ist ein Männername. Statt Monika wird also Monika mit offenem O gesprochen. Andrea ist im Italienischen ein Männername mit offenem E, Andrea, Andrea. Und die Stefanie wird zu Stefania. Stefano ist der Männername, Stefano, und Stefania ist unsere Stefanie. Bei Edith ist es ähnlich wie bei Monika, der Vokal wird offen gesprochen, Edith. Wir haben Banane, Zone, Ball, Situation, Nation, Nummer, Mode und Marmelade. Die Italiener haben Banana, Zona, Palla, Situazione, Nazione, Numero, Moda und Marmellata. Die Banane wird zu Banana, die Zone zu Zona, stimmhaftes Z und offenes O. Zona. Der Ball ist Palla, hartes, stimmloses P und Doppel-L, Palla. Die Situation, aufpassen bitte auf Ione, ist immer ein geschlossenes O, Situazione, und wirklich alles genau artikulieren. Die Nation wird zu Nazione, Nazione. Nummer, bitte nicht Numero draus machen im Italienischen, weil wir die Nummer haben und dann hänge ich einfach ein Ro dran, sondern ich muss wirklich vom U zum E und wieder zum O artikulieren. Numero, nicht Nummer,
Ro über das A oder den Schwa-Laut Ö, sondern Numero. Die Mode ist im Italienischen ein offenes Moda, offenes O, Moda. Unsere Marmelade, wobei wir ja selten das R aussprechen, meistens ist es eine Marmelade, ist im Italienischen Marmellata, Doppel-L und hartes T, Marmellata. Die Karotte, unsere Karotte, hat im Italienischen nur ein T und das hört man auch, Carota, offenes O und nur ein T, Carota. Auch die Kuppel, unsere Kuppel, ist im Italienischen nur mit einem P auszusprechen. Cupola. Und so gibt es viele ähnlich geschriebene Wörter, die aber anders gesprochen werden müssen, um wirklich diesen Unterschied zwischen Deutsch und Italienisch herauszubringen.